Huhu, Leute, hier sind wir wieder bei Let's Play Together Star Wars The Old Republic. Und heute geht's dann das erste Mal richtig los mit Kampf-Action. Das letzte Mal war ja mehr so ein Intro. Heute werden wir dann hier loslegen mit den Claw-Schnecken. Genau. Und eine kleine Sache noch, wir haben uns ein bisschen schlecht abgesprochen, und zwar hat in dem ersten Video Svenja Sachen erklärt, die ich nicht erklärt habe, und ich habe Sachen erklärt, die Svenja nicht erklärt hat. Von daher haben jetzt Zuschauer von mir einige Informationen nicht, die Svenjas Zuschauer haben, und andersrum genauso. Da müssen wir einfach sagen, jo, guckt noch mal das andere Video. Genau, ihr müsst dann einfach am besten das erste Video von Svenja und von mir gucken, weil da halt unterschiedliche Sachen erklärt werden. Genau, und da sind wir auch noch nicht zusammen rumgelaufen, von daher ist es ja eh ganz unterschiedlich. Genau. Nur auf jeden Fall hier, so sieht so eine Bindestation aus. Das haben die Zuschauer von Sven ja schon gesehen. Hier kann man sich binden, um dann mit dem Schnellreiseskill hier immer hinfliegen zu können. Postkasten kennt man auch aus jedem Spiel. Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los, oder? Oh klar, wo musst du denn Alles hin? klar. Musst du auch in die Opferkammer? Nö, ich muss in die Waffenkammer. So, jetzt sind wir im Tal der dunklen Nordsee. Ich habe jetzt auch einen Codex-Eintrag gegeben, Den habe ich schon gekriegt. bekommen. Den hat Sven ja auch im ersten Part schon vorgelesen, diesen Codex-Eintrag. Also wer Und da den wollen hören wir auch möchte. direkt mal fragen jetzt, wie das aussieht. Sollen wir diese ganzen Codex-Einträge vorlesen oder sollen wir das nicht machen? Weil Das ihr sind seht, wirklich viele. ich habe jetzt diesen Codex-Eintrag spaßeshalber einfach mal aufgemacht, und ihr seht, hier ist ein ganz schön Batz, ein großer Batzen Text. Und darum wollen wir fragen, sollen wir diese ganzen Codex-Einträge, die wir so kriegen, sollen wir die wirklich vorlesen oder sollen wir einfach drauf scheißen und gar nichts machen, oder sollen wir die wenigstens einmal auf den Bildschirm holen, dass ihr dann einfach das Video stoppen könnt, um euch das selbst durchzulesen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde jetzt für dieses Video heute, werde ich alles einmal auf den Bildschirm holen, damit ihr es dann selber lesen könnt, und ab dem nächsten Video wissen wir dann ja, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Genau. So. Also meine erste Quest ist, ich muss jetzt da geradeaus in das Grab und in die Waffenkammer. Ich muss auch da geradeaus in das Grab, aber in die Opferkammer. Okay, dann verprügeln wir jetzt mal hier ein paar Klorschnecken. Alles klar. Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, was meine Skills so machen. Cool. Du hast ihn auf jeden Fall mit einem Blitz gekillt. So, Das war da ja kriegen wir cool. direkt mittelschwere Stärke. Das ist für mich sehr gut. Du trägst ja leichte Jetzt Rüstung. habe ich's bekommen. Warte, ich gebe dir Toll. das. Warum machst du dann Bedarf da Ich habe drauf? mich verklickt. So, dann können wir einmal direkt Ah, zeigen, wie man klappt ja schon. handelt. Gut, genau. Handeln kann man ja auch. Svenja hat mir direkt die mittelschwere Rüstung weggelootet. Aber egal. Egal, du hast sie Schuhe ja trage ich direkt schon bekommen. neue Schuhe. Und ich habe jetzt übrigens auch einen Bonus. Das kriegt man hier ab und zu mal bei den Quests. Eigentlich ist meine Quest der Erkunde die Hauptkammer, aber dadurch, dass wir die Schnecken getötet haben, habe ich jetzt den Bonus, ich soll 6 Schnecken Ja, töten. ich Lass jemand auch. noch ein paar killen. Ich auch. Ich Ach, muss den mal hast du machen. auch? Den gleichen? Ja, ich habe den gleichen. So, okay. So. Und die letzten beiden finden wir hier da unten im Eingang, wo wir auch Genau, rein sind ja müssen. welche. Komm Ach, ich her, bin du noch mit Nagelmut Schnecke. dran. Aber bei mir ruckelt es gerade ein bisschen. Was ist denn das für eine Kacke? Bei mir nicht. So, einen Bonus haben wir geschafft. Genau. Außerdem haben wir einen Können neuen wir hier noch einmal Codex-Eintrag, looten? Adjunta Pauls Grab. Ich hol's kurz rauf. Ach, jetzt wollte ich es auch gerade kurz machen, aber dann muss ich das eben anders machen. So. So, da haben wir es einmal. Wenn ihr das einmal euch durchlesen möchtet, sonst wie gesagt, können wir das auch vorlesen. Jetzt geht's runter. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz die Aufnahme neu starten. Moment. Mach auch mal aus bei dir. So, weiter So, geht's. Ich habe genau. noch mal ein bisschen was an der Grafik gedreht, weil es mir gerade ein bisschen zu sehr geruckelt hat. Wenn ihr Währenddessen habe ich tanzt ein die bisschen derzeit. getanzt. Hey, jetzt kommen die wieder. Jetzt mache ich die schnell weg, weil sonst kriegen wir die Ne, ab. da kommt einer von Oh. hinten. Nils Tegi. Naja, wir Nils gehen Tegi. weiter. Okay. Hier kriegen wir auch Und direkt die bin jetzt, nächste Quest genau, von unsere erste Sergeant Quest, die wir so Kong. einsammeln können. Und los geht's. Genau. Entschuldigung, Akolyt. Sergeant Kong, 5. Infanteriekommando, Korriban-Regiment. Kann ich mit euch sprechen? Sprecht, Sergeant. Danke sehr. Ihr wart unter den Sklaven, die Harkun beim letzten Transport mitgebracht Oh. hat, richtig? Wollt ihr euch den blutrünstigen Aufsehern beweisen? Können wir aufhören, mit diesem Imperialen zu sprechen? Entschuldigt, wenn ich euch beleidigt habe. Böse. Ich dachte, ihr wüsstet es zu schätzen, wenn ihr die Gelegenheit hättet, nicht nur vor den Aufsehern aufzuschneiden,
sondern auch Bande zum imperialen Militär zu knüpfen. Ich befehlige hier eine Mission, die Chlorschnecken in diesem Grab zu eliminieren. Das sind schreckliche Biester. Mäuler, die größer sind als euer Kopf. Ich habe drei Trupps guter Männer beim Kampf gegen sie verloren. Sie kommen in Rudeln. Sie verschlingen einfach so einen ganzen Mann. Hört sich fies an. Der Tod ist nur das letzte Versagen der Schwachen. Ja, aber die Mission droht zu scheitern. Mehr Männer reinzuschicken ist nicht die Lösung. Die verdammten Chlorschnecken vermehren sich so schnell, dass man sie nicht mit gewöhnlichen Methoden auslöschen kann. Also haben wir ihre Brutkammern ins Visier genommen. Sie sind völlig durchgedreht. Wir konnten an allen Brutkammern Sprengsätze platzieren, aber die Chlorschnecken haben uns erwischt, bevor wir sie zünden konnten. Vielleicht könnte ich helfen. Unterschätzt diese Chlorschnecken nicht. Sie sind viel schlauer, als sie aussehen. Ach Quatsch. Glaube ich auch nicht. Und wenn ihr euch wundert, wer immer bei den Gesprächen antworten darf... Darum wird gewürfelt. Genau, darum wird gewürfelt. Wer halt höher würfelt, darf antworten. Genau, und da wir hier zusammen questen, bekommen wir auch unten links immer so Sozialpunkte, wodurch wir einen Sozialrang aufsteigen können. Und hier ist noch ein dritter Typ, der hier mitmachen will, aber wir holen uns jetzt die Schnecken vor ihm. Mist, jetzt hat er die schon angegriffen. Egal, ich verprügel ihn hier einfach ein bisschen mit. Tschu. Denn wir haben jetzt auch hier... Wieder müssen wieder 6 Chlorschnecken töten. Stimmt, aber das ist jetzt diesmal unsere richtige Quest. Genau. Darum töten wir jetzt hier noch ein paar. Die gehen Kommt ja her, jetzt so ultra easy. Wie schnell die kaputt gehen, ey. Vor allem was du mit denen machst, du blitzt da einmal rein, dann sind die fast kaputt. Die sind dann direkt kaputt. Ich würde fast sagen, der Inquisitor macht Schaden mit den Blitzen. Was? Ist ja auch ein Blitzi. Ja. So, jetzt haben wir hier sogar einen starken Gegner. Da sieht man, dass da so ein silbernes Symbol an dem Namen ist. Dass der Gegner stark ist, der hört dann auch ein bisschen mehr aus. Und der gibt sogar auch einen Codex-Eintrag und wir haben einen Level ab. Aber jetzt Codex erst einmal hier. Kurz auf. Könnt ihr euch das eben durchlesen hier, falls ihr wollt? Ja, da steht sehr, sehr viel. Genau. Wir haben jetzt direkt nächste Stufe. Ein Level ab. Bei jedem Level ab kann man sich dann beim Ausbilder neue Skills kaufen. Wollen wir kurz mal eben zurücklaufen? Da war nämlich gerade ein Ausbilder. Ja, aber wir können doch jetzt hier eben den Sprengsatz zünden, den wir schon... Okay, dann mache ich das mal. Mach das mal. Und dann dürfte jetzt hier gleich alles in die Luft fliegen. Genau. Voll grüner Matsch. Und wir können zurück zu Sergeant Cormoon und die Quest abgeben. Das war's dann auch schon. Ging sehr schnell. Daran würde ich mich aber nicht gewöhnen, dass es so schnell geht. Ist schon wieder Nils Tegi. Ein Glück macht er uns hier die ganzen Gegner gerade schon. Genau, der macht uns schön den Weg frei. Ja. Und hier ist auch direkt ein Ausbilder fürs Inquisitor. Genau, sowohl Sith Inquisitor als auch Sith Krieger. Ich kann mal direkt anquatschen hier. Ja, können wir ja direkt. Ach, den können wir uns eh noch nicht kaufen, weil wir noch kein Geld haben. Und die Skills kosten also Geld, darum müssen wir wenigstens hier... Dann geben wir erstmal das ab hier. So. Ich habe die Explosionen gehört, als ihr die Sprengsätze gezündet habt. Hervorragend! War auch ultra schwer, du. Und als Belohnung kriegen wir hier Sozialpunkte, Erfahrungspunkte, Credits und Schuhe. Gucken, die Schuhe sind... Sozial 1 erreicht, habe ich gerade. Ja, die Schuhe sind ziemlich genauso wie meine eigenen Schuhe, die ich gerade schon gefunden habe, aber ich ziehe die einfach mal an, weil die schöner aussehen. Und meine sehen auch cool aus. Und hier, wenn ich mal C drücke, da ist das Charaktermenü, wo wir unsere Ausrüstung sehen. Das und hier sehen wir auch schon so einen Sozialrang. Halt, wenn wir zusammen questen, kriegen wir diese Sozialpunkte und je höher unser Sozialrang ist, desto bessere Sozial-Items können wir uns kaufen. Sozial-Items, die bringen eigentlich so spielerisch gar nichts, aber wir können uns dann irgendwelche Jukeboxen kaufen und irgendwie... Oder heiße Outfits. Genau, Outfits oder Tanzen und sowas alles. Genau, und das ist halt dann gibt's... So Sozial-Roleplaying-Sachen. Genau, und darunter, unter diesem Sozialrang, ist noch der Tapferkeitsrang. Tapferkeitspunkte sammelt man allerdings nicht hier in der PvE-Welt, sondern nur im PvP. Genau, das werden wir euch dann aber auch noch irgendwann zeigen. Ach, werden wir? Ja, werden wir. Okay. Dann quatsche ich dadurch, dass wir gerade 15 Credits bekommen haben durch die Quest, können wir uns jetzt hier beim Ausbilder auch unseren nächsten Skill kaufen. Genau, der kostet nur 10. Ziehe ich mir mal hier auf Q. Macht Blitz habe ich jetzt. Reichweite 10 Meter. Boah, das ist schon cool. Und was macht dein Macht Blitz? 145 Energieschaden und
Die werden geslowt oder kannst du gleich gelähmt. Mal ausprobieren. Mein Machtvorstoß macht, dass ich Gegner anspringen kann. Oh, cool. Mhm. Und hier finden wir direkt die nächste Quest. Liegt genau, so rum. Ein Datenpad, die wird auch nicht vorgelesen, glaube ich. Den nehmen wir dann einfach so an. Imperiale Eilas. Söldner haben die Klorschneckenplage in Adjunta Pauls Grab ausgenutzt, um wertvolle Artefakte aus der Tiefe zu stehlen. Die Situation ist inakzeptabel. Ihr seid dazu ermächtigt, diesen Söldnern mit äußerster Gewalt eine Lektion zu erteilen, dass weitere Entweihungen nicht toleriert werden. Die Aufgabe ist gefährlich und es wurde eine Gefahrenzulage bewilligt. Wenn ihr eure Mission erfüllt habt, trefft mich an der Krankenstation, um eure Entlohnung zu erhalten. Sergeant Reike. Alles klar. Vielleicht heißt er aber auch Rickel. Nee, ich glaube, er ist Riker. Hört sich auch besser an. Ja. So, dann werden wir jetzt mal diese Quest auch machen. Wenn wir M drücken, können wir auch eine Karte öffnen. Das ist die Karte von Adjunta Pauls Grab. Und dann werden wir jetzt mal, was müssen wir machen? 10 Grabplünderer. Machen wir das doch gleich mal hier. Bügeln wir die. Blitz sie weg. Ach ja. Zack, das waren direkt schon 3. Loot sammeln wir immer direkt ein. Genau. Sollen wir die da hinten auch noch? Weiter, wir finden bestimmt noch genug Grabplünderer. Alles klar. Ja, sonst auf dem Rückweg können wir auch noch hier vorbei. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr vorbei. Dann nicht. Es ist natürlich blöd, dass hier dieser Nils Tegi ist, der killt hier nämlich alles. Dann müssen wir die 3 hier hinten nehmen. Achso, ich wollte doch mal das Machtvorstoß machen. Du siehst, da kann ich direkt die Gegner anspringen. Warum habe ich denn das gerade nicht gemacht? Ja, bis ich da angelaufen komme... Da gab es eine Korriban-Auszeichnung. Ich bin lieber Fernkämpfer. So, müssen wir hin? Hier weiter. Diese Auszeichnung, die wir gerade eingesammelt haben, diese Korriban-Auszeichnung hier, diese Auszeichnung kann man dann später gegen Items eintauschen. Wenn man halt nicht Geld bezahlen will, kann man auch diese Auszeichnung nehmen. Ja, jetzt warte mal, wir können jetzt entweder geradeaus oder nach links. Genau, nach links geht's in deine Story-Quest, in die Sith-Inquisitor-Phase und nach rechts in meine. Weil wir haben ja natürlich, da wir verschiedene Klassen sind, auch verschiedene Klassen-Quests. Und dann muss immer der mit der Klassenquest vorgehen, dann kann der andere auch hinterher. So könnte ich jetzt hier zum Beispiel nicht reinrennen, weil es rot ist, weil es halt nur für einen Sith-Inquisitor ist. Oh, aber wenn Sven ja jetzt vorgeht... Rein. Also genau, wollen wir mal zuerst mal zu dir, oder? Okay. Dann geh mal vor. Da mal rein. Dann seht ihr, wenn sie reingeht, wird es für mich blau und dann kann ich auch hinterher. Ich muss jetzt mit Jetzt wird auch gut angezeigt, Shanahan, dass wir hier in ihrer Phase sind. Und hier in kann ihrer? Ich das ist ein Typ! Ach ja. Ja, aber halt... sitzen halt die, das ist meidlich. Und hier kann ich jetzt bei diesen Gesprächen auch nicht mitreden, weil das wirklich... da darf nur ich entscheiden. ...ist und nur Svenja darf entscheiden. Das gefällt mir. Ich rede immer mit Spindral. Fremdartiger Akolyt. Ungewöhnlich, aber nicht unerwartet. Die Sith behandeln dein Volk nicht gut. Aber das wird eher von Vorteil sein, denke ich. Du bist hier für deine Prüfung, ja? Du sollst die Geheimnisse der Sith von einem alten Tattergreis in einem Grab lernen. Genau. Und dann hoffentlich mit einem Zeichen meiner Zustimmung zu deinem Aufseher zurückkehren. Nein, ich bin nur zum Spaß hier, könnte ich jetzt auswählen. Ja, mein Lord, das stimmt. Natürlich tut es das. Ich weiß, wie die Dinge an der Oberfläche ablaufen. Doch bevor ich meine Entscheidung treffe, musst du eine Blutsprüfung bestehen. Wenn du überlebst, werde ich dich lehren, was ich weiß. Ich glaube, bei mir ist der Sound ein bisschen zu leise. Ich glaube, ich muss gleich den Sprachsound ein bisschen lauter stellen. Das ist natürlich blöd, weil ich gar nicht weiß, was deine Story ist und was du jetzt hier, warum du überhaupt bei dem bist, aber egal. Du musst dir wahrscheinlich erstmal... Um eine Prüfung zu bestehen, damit ich ausgebildet werde. Ach so, weil okay. Ich ein Nachzügler bin und nach den anderen gekommen bin. Eben diese Blutsprüfung muss ich jetzt bestehen. Ich schätze mal, ich muss die 2 da besiegen. 2? Oh, ja, jetzt sind es doch ein paar mehr. Alles klar, dann verprügeln wir jetzt hier so ein paar Leute. Oh, cool. Cool. Der Typ ist ja voll okay. Ja, yeah, wir haben sie alle besiegt.
voll weggeblitzt. Warte, jetzt gehe ich, ich mal kurz die Einstellung unter Sound und mache zumindest mal die Sprachlautstärke lauter. So, damit ihr auch wirklich alles mitkriegt. So, und jetzt geht's weiter. Zu Spindral, oder? Ja, ich muss den hier wieder anquatschen, weil ich die Prüfung ja im Prinzip bestanden habe. Ausgezeichnet. Diese ehemaligen Akolyten wollten nur eine zweite Chance auf Ruhm, indem sie dich töten und deinen Platz einnehmen. Aber dein Verlangen war stärker und du hast deinen Sieg mit ihrem Blut versüßt. Gut gemacht. Ein süßer Sieg. Bist du kein Sith. Ich bin aber ein Sith, ein reinblütiger. Nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Durch Stärke das ist der Kodex der Sith. Macht. Genau. Durch Macht erlange ich den Sieg. Dieser Spruch wird auch später im Spiel noch wichtig. Zerbersten meine Ketten. So lautet der Kodex der Sith. Behalte ihn im Herzen und du wirst die Stärke haben, alle deine Gegner zu vernichten. Verstehst du? Aber ja, es ist meine Bestimmung, ein Sith zu werden. Erstmal Daumen hoch. Gut. Dann geh. Geh zurück zu Harkun und vermehre deinen Hass auf ihn. Harkun ist dein Ausbilder, nutze oder? Nutze deine Angst vor ihm, um stärker zu werden. Vielleicht hebt er seine Faust, um zuzuschlagen. Doch es ist Lord Zash, die bestimmt, wen der Schlag trifft. Und wenn sie ihm befiehlt, mich zu schlagen? Wenn du die Antwort auf diese Frage noch nicht kennst, bist du der Sith nicht würdig. Geh jetzt. Ich muss ruhen. Zu viel Ausreden. Ja, der Typ. Ist ja auch ein alter Tatakreis. Ach so. So, jetzt gehen wir in meine Phase, oder? Ja, klar. Sehr gut. Da kriege ich nämlich, glaube ich, direkt schon eine neue Waffe. Ich muss hier nämlich in die Waffenkammer, weil mein Ausbilder gesagt hat, diese Testklinge, die wir hier beide haben, die ist für mich zu schwach und nicht würdig und ich brauche eine dominante Waffe. Eine Darum dominante muss ich hier in der Waffenkammer eine Sith-Krieger-Klinge besorgen. So, jetzt sehen wir mal, jetzt ist das blau. Jetzt kann ich hier auch durch. Genau, und jetzt sind wir hier oben, steht Jayne Tsaar. Wir müssen jetzt in meinen Bereich. Das sind überall alte Droiden. Jetzt geht auch direkt eine kleine Cutscene los. Ja. Zuschauermodus aktiviert. Und da ist meine Klinge. Natürlich noch kein Lichtschwert, denn ich bin ja noch nicht fertig ausgebildet. Ja, so, jetzt habe ich die bekommen, die werde ich dann auch direkt mal ausrüsten. Zack, jetzt habe ich hier eine neue Klinge. Yeah. Leuchtet auch rot. Voll cool, und ja, damit müssen wir jetzt die Waffenkammer verlassen. Aber hier sind überall Droiden. Ja, die werden jetzt auch böse, und es ist mein Bonus, diese Droiden zu töten. Zum Glück sind wir hier zum Zweiten, geht das alle relativ schnell. Ich sehe schon, wie deine Blitze angeflogen kommen. Direkt die Viecher töten. Ja, die sind irgendwie voll stark. Muss man eben zürnen. Ja, so sieht das vom Sith Inquisitor aus, dieses Hasskanalisieren, dieses Aufladen, das ist meins. Das sieht voll cool aus. Mach deins nochmal. Dann sieht nämlich aus wie das von Darth Maul, wie er in Episode 1, kurz bevor er Qui-Gon Jinn tötet, vor diesen Energiebarrieren steht und wartet, bis die Energieschranke ausgeht und dann so hin und her läuft. Ziemlich cool, dass die Sith Inquisitor nicht aussehe wie er, weil ich... Nö. Darth Maul war ja auch ein Zabrak und du bist ein Ratataki. Ich hätte aber auch ein Zabrak sein können. Ich hätte auch ein Zabrak sein können. Oder ein Mensch oder ein Cyborg. Ich hätte auch ein reiner Sith sein können. Oder ein Twi'lek. Das sind die Fleischpeitschen. Ich bin ja alles nicht. Genau, die Fleischpeitschen. So, zwei brauche ich noch. Zack, dann habe ich den Bonus auch erfüllt. Wenn man die Bonusmission abschließt, kriegt man übrigens immer Erfahrungspunkte einfach noch zusätzlich, die man halt sonst nicht kriegen würde. So, und jetzt muss ich mich bei Aufseher Tremel melden vor der Sith Academy, aber dazu müssen wir erstmal durch dieses Grab durch. So, und jetzt müssen wir auch die
Grabplünderer töten. Genau, das machen wir jetzt gleich auch, wenn wir die... Wir müssen ja hier oben stets auch 3 Artefakte besorgen. Und ich glaube, bei diesen Artefakten sind auch Grabplünderer noch. Dazu müssen wir jetzt nach links hier unten hin. Die wird es auf der Karte angezeigt. Ach, ich erinnere mich. Jetzt auf einmal die Schnecken her. Die sind gerade gespawnt. Ja, die sind halt da. Oh, da haben wir sogar auch einen Bonus, die zu töten. 6 Stück. So wie wir uns hier durchschlachten, ey. Ja, die Blitze machen echt so viel Schaden. Macht Spaß. Mein bösartiger Hieb auch, also ist auch nicht schlecht. Aber der braucht halt 3 Wut und diese 3 Wut muss man erstmal aufbauen. Aber ich glaube, durch dieses Auto-Attacks. Genau, nee, durch dieses Machtvorstoß erzeuge ich direkt 3 Wut. Ja, das ist ja gut. Hier haben wir wieder einen starken Gegner, der wird wieder so silbern angezeigt, neben dem Namen. Und auch hier unten hat er auch so ein silbernes Ding. Und jetzt können wir hier die Artefakte mitnehmen. Genau. Ah, ich muss das auch einsammeln. Ja, das ist manchmal doof, dass man alles immer doppelt einsammeln muss. Bei manchen Quests ist es nämlich so, dass es dann für alle gilt, wenn man das einsammelt. Die hilft mir eigentlich nicht. Weil ich gerade am Plündern war. Achso. Also kommen wir jetzt wenigstens an genug Artefakte. Zum Glück liegt hier auch genug für 2 Leute. Ich habe jetzt alle 3. Man kann die Kisten zweimal plündern, ne? Ich habe auch alle 3. Alles klar, dann kannst du jetzt wieder zurückgehen. Melde dich bei Sergeant Riegel. Ich habe noch nicht den Bonus für die Kloschnecken. Jetzt spawnen hier wieder auf einmal welche. Wir die Kloschnecken finden wir jetzt, denke ich, gleich. Tot. Und verderben. Da findet man holst eine leichte Rüstung, die könnte für dich sein. Ja, die sieht auf jeden Fall nice aus. Dann nimm die mal. Nehme ich mal und ziehe ich auch direkt mal an. Ja, ich möchte, dass der Gegenstand an mich gebunden wird. Das sieht jetzt unglaublich anders aus. Der ist jetzt ein bisschen heller. Sieht ein bisschen so aus, als hätte ich gar keine Hose an, aber... Gucken, ob wir an denen vorbeikommen, an den beiden Gegnern, ohne die zu ziehen. Ja, kommen wir, sehr gut. So, und dann müssen wir jetzt hier nach oben, diesen ganzen Weg. Alles klar. Ja, dann müssen wir hier finden wir noch ein paar Chlorschnecken, runter. Die letzten beiden, die wir noch brauchen. Ich kann leider nicht so schnell dahin. Ach, bis du da bist, habe ich die beiden Chlorschnecken schon erledigt. Nicht. Ich habe mitgeblitzt. So, dann haben wir das auch fertig, aber hier sind noch mehr Chlorschnecken. Also, wir hätten es auf jeden Fall geschafft hier. Da-dim. Oh, mit einem Schlag habe ich die jetzt erlegt. Ich cool. Die auch. Ach, ist das entspannend so am Anfang noch. Wenn alles noch so leicht geht. Oh, du hast ja auch mal zugeschlagen. Ja, ich habe hier auch Nahkampfattacken, sonst würde mein... Da habe ich gerade ein Oberteil bekommen. Mein Schwert von der leichte Rüstung und da gibt 3 eine Rüstung. Ja. So. Ja, ich habe nichts gekriegt. Oh, wir müssen mal ganz kurz Pause machen, zumindest okay. Ich hier. Ja, machen wir halt. So, einen Moment. Der Counter ist jetzt bei mir auch drauf. So, ja. Jetzt habe ich auch wieder. Ich habe übrigens gerade Level abgekriegt, ich bin jetzt Level 3. Ich nicht. Haha. Ich hatte ja auch keine Bonusmission bei meiner Story Quest, aber genau, mir fehlt nicht mehr viel. Ich hatte ja noch die 10 Druiden töten bei meiner Story Quest. Den Bonus konnte Sven ja natürlich nicht machen, weil das meine Story Quest war. Jetzt habe ich aber auch ein Level up. Ah, sehr gut. Alles klar. Da habe ich Handschuhe bekommen, die kann ich jetzt auch direkt anziehen. Wie viel Kraft du kriegst? Ich krieg gar nichts. Tja. Voll unfair. Dann könnten wir uns jetzt theoretisch auch den nächsten Skill kaufen, aber das machen wir dann. Ja. Müssen wir jetzt nicht extra zurücklaufen. Genau. Zack. Voll weggeschleudert. So, und dann müssen wir hier auch gleich draußen sein. Aber keine Sorge, Leute, wir werden auch noch irgendwann schneller. Genau. Da laufen wir nicht mehr so elendiglich langsam. Und du hast gerade eine Weste bekommen. Was siehst du? Tatsache. Aber es ist mittelschwere Rüstung, kann ich nicht tragen. Kannst du gar nicht tragen. Aber warte, dann können wir vielleicht tauschen. Weil ich habe nämlich eine leichte bekommen, eine andere. Und jetzt bin ich... Jetzt habe ich mein Oberteil ausgezogen. Seht ihr auch mal, wie die Unterwäsche von denen aussieht? Das ist ganz erotisch. Nein, irgendwie nicht. Nochmal handeln. Jo. Ich krieg nämlich die leichte Rüstung, die ich gerade gefunden habe. Und ich krieg die mittelschwere. Genau. Sehr die ist cool. Auch oh ja, besser. Das ist
Besser als das, was ich hatte. Sehr gut. Sehr gut. Ihr seht schon, das ist super hier, wenn wir handeln. Spielen, genau. Jetzt sind wir hier raus und da ist jetzt auch vor uns die Sith Academy. Und hier links also, ist... Erstmal ist hier rechts wieder so ein Bindepunkt, so ein Schnellreisebindepunkt. Oh ja, die übersehe ich immer. Zack, angenommen. Außerdem haben wir hier einen Taxipunkt. Ah, den können wir auch noch anquatschen. Genau. Die sind jetzt hier auch neu überall auf der Welt. Sind halt neben diesen Schnellreisepunkten auch Taxipunkte. Die muss man dann einmal aktivieren. Und dann kann man auch überall auf der Welt rumfahren. Wir haben jetzt schon einen anderen Taxipunkt in der unteren Wildnis. Da könnten wir jetzt theoretisch hinfahren. Machen wir aber noch nicht. Das brauchen wir ja nicht, weil unsere Quests hier sind. Genau. Und zwar da drüben steht Sergeant Riker. Für den wir die Grabräuber töten sollten. Hier auch und die Relikte sammeln sollten. Das war die Quest, die wir von diesem Datenpad aufgehoben haben. Genau. Und hier sind auch überall Händler, wo wir uns Rüstung hätten kaufen können. Ich habe mich um euer Problem mit den Plünderern im Grab gekümmert. Ah, dann nehme ich an, dass meine Männer tot sind. Aber selbst so habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Ihr Verlust ist euer Gewinn, nehme ich an. Ich bin voll des Dankes. Jawohl. Codex-Eintrag, schnell öffnen. So, Codex-Eintrag Grabräuber. Genau. Könnt ihr euch auch mal hier angucken. So. Und dann hier haben wir eine Questbelohnung bekommen, ein Medipack und eine Korriban-Auszeichnung. Genau, sehr gut. Das gleiche habe ich hier auch bekommen. Medipack tue ich mir jetzt auch mal direkt hier oben reinziehen. So. Ah ja, das ist eine gute Idee. Und dann sind jetzt überall Händler für leichte Rüstungen und für mittelschwere Rüstungen. Kann ich mal meinen ganzen Kram verkaufen? Imperialer Sanitätsdruide, Sozialobjektehändler. Hier ist zum Beispiel so ein Sozialobjektehändler. Hier kann man dann hier so Glitzerpulver und sowas kaufen. Erfordert sozial 1 oder höher. Für Partys benutzen. Kostet 100. Der seht ihr halt nur für sowas braucht man dann diese Sozialpunkte. Und dadurch, dass wir jetzt schon zusammen gespielt haben, haben wir jetzt hier schon so viele Sozialpunkte, dass wir sozial 1 sind. Können Glitzerpulver kaufen für Partys. Das Glitzerpulver holen. Aber naja, ich werde jetzt hier erstmal all diesen ganzen Scheiß verkaufen, den wir eingesammelt haben. Das kann man auch an bei absolut jedem Händler, ist egal, ob beim Waffenhändler oder bei irgendeinem anderen Händler. Verkaufen kann man überall. Und hier oben steht ein Spezialgütehändler. Und bei dem hier könnt ihr sehen, der will diese Korriban-Auszeichnungen haben. 8 Stück will der. Und wir haben jetzt, wenn ich mal unter Währung gucke, wir haben jetzt 2. Und wenn wir 8 sind, können wir uns hier eine Rüstung bei dem kaufen. Wenn wir 8 haben, meinst du? Ihr könnt das hab ich gesagt. Sind. Achso, okay. Komm mal mit, ich will hier einen Geheimgang zeigen. Ein geheimes, super geiles Teil. Dazu müssen wir mit diesem Fahrstuhl hier hochfahren. Dann. Das können wir auch mehrmals machen. Das können wir ausnutzen, um da an neue Items immer zu kommen. Wenn man sich übrigens direkt unter den Fahrstuhl stellt, wird man einfach dann draufgesetzt. Nicht zerquetscht. Und schon sind wir drauf. Ui. Dann fahren wir jetzt hoch. Und hier oben ist nämlich immer eine Kiste und die spawnt auch nach einer Zeit immer wieder neu. Und so kann man total immer wieder an gute Items kommen, indem man einfach immer wieder diese Kiste hier oben aufmacht. Da ist jetzt zum Beispiel ein Trainingslichtschwert drin mit Willenskraft. Könnte was für dich sein. Das ist sogar ziemlich gut eigentlich. Nehme ich mal Bedarf. Ups, Inventar. Direkt mal ausgewählt. So, jetzt ja, jetzt hast du auch so eine coole Klinge. Meine leuchtet aber nicht. Leuchtet zwar nicht, aber ist auf jeden Fall besser. Oh, die leuchtet ja aber gar nicht. Naja, egal. Runter geht's. Ding. Ich spring da jetzt nicht runter, du. Mach noch ein Lebenspack. Naja, so. Ich hab jetzt nur noch eine Quest, du auch, ne? Ja, ich muss nur zu meinem Aufseher. Aber ich nehme den Fahrstuhl, ich spring da nicht runter. Oh. Bist du ein Mann oder eine Memme? Ich bin ein Ratataki. Ein Radikal bist du. Ein Ratatouille bin ich. Ach so. So, du musst jetzt auch hier rein, ne? Genau, die Sith Academy. Können wir jetzt mal die Sith Academy von innen betrachten? Und auch direkt zu unseren Ausbildern, weil in der Academy können wir direkt noch eine Quest annehmen. Was noch ein anderer Spieler, ein Level 4 Sith Inquisitor, eine Fleischpeitsche, hier ein Twi'lek. Ja, ein Twi'lek. Von uns Fleischpeitsche genannt. Ich habe eine andere, aber ich glaube, wir kriegen die gleiche. Ich will den hier anquatschen. Ja, ich will den hier anquatschen. So, du kannst den nicht anquatschen, na gut.
Ja, diese beiden Typen, die schicken uns jetzt zu unseren Ausbildern. Genauso abstoßend, wie Aufseher Harkun gesagt hat. Ich hab den jetzt angequatscht. Lord Sash hat jedoch unmissverständlich klargestellt, dass alle neuen Akolyten neben ihren Prüfungen auch in der Kampfkunst unterwiesen werden sollen. Wobei mir schleierhaft ist, wie man glauben kann, man könne dir überhaupt irgendwas beibringen. Hütet euch. Auf Schwachköpfe mit großen Egos bin ich nicht gut zu sprechen. Ich zittere. Arrogante Schlampe. Ich zittere. Der Typ ist auch arrogant. Er hat mich verarscht und sagt, ich zittere für euch. Und versuche deine Vorgesetzten nicht zu beschämen. Also sarkastisch. So. Ja, das ist jetzt für uns beide jeweils eine Quest, dass wir zu den Fähigkeitenausbildern geschickt werden, damit man als Neuling in diesem Spiel überhaupt rausfindet, dass man sich neue Fähigkeiten kaufen kann. Das können wir ja mal eben machen. Genau. Ich habe mal kurz meine Aufnahme resettet wegen Asynchronität. Das muss ich ja nicht machen, weil... Hier ist Schüler Cerberus, ein Level 22 Sith-Hexer. Jetzt ist er weg. Toll. Cool. Wir gehen erstmal nach oben, weil oben sind nämlich diese Fähigkeiten. Ja. Ich habe gerade geguckt, was das andere ist. So. Ich glaube, ich komme jetzt hier direkt bei deinem raus und du direkt bei meinem. Ja. Ja, hier ist der Sith Inquisitor Ausbilder. Das haben wir selten schlau gelöst. Ja, gut, dann gehe ich in den anderen Raum. Das ist nämlich der Sith Krieger Ausbilder. Hier. Dann können wir uns nämlich gleich eine neue Fähigkeit kaufen. Wir sind ja schon Level 3. Oh, krieg ich direkt auch zerschlagen. Geld. Ich krieg Überladung. Hier, den ich habe zerschlagen, das ist ein AOE, der bis zu 5 Feinde trifft und halt Schaden an denen macht. Und schwache Gegner werden dann auch noch betäubt. Naja, das sieht cool aus, wenn man das macht. Komm mal hier zu mir. Ja, warte. Bin etwas langsam, ja. Wir werden uns jetzt erstmal noch ein paar Bonus-Erfahrungspunkte besorgen. Durch Codex-Einträge. Genau. Ja. Es gibt nämlich auch überall in der Welt versteckt so Wissensobjekte, wo man noch zusätzliche Codex-Einträge bekommt, einfach um ein bisschen die Story zu lesen. Siehste, da erinnerst du mich an was. Für jeden gefundenen Codex-Eintrag kriegt man auch mehr Erfahrungspunkte. Hier oben ist nämlich ein Sith-Titel, Wissensobjekt. Oh, cool. Ja, du erinnerst mich daran, dass ich mit meinem Sith-Krieger auch noch ein Wissensobjekt anquatschen muss, wo ich dran vorbeigelaufen bin. Obwohl ich wollte es eigentlich anquatschen, aber ich habe es vergessen. So, dann hole ich es mal auf den Bildschirm hier, Sith-Titel, und ihr könnt euch das dann durchlesen, wenn ihr wollt. So. Machen wir weiter. Es gibt hier nämlich direkt mehrere. Ja, ich habe noch nicht durchgescrollt, so. Achso. Ich habe auch ein AOE bekommen. Cool. Eins, was alle zurückstößt. Ich würde es ja gerne mal ausprobieren. Erstmal. Ja, mache ich jetzt auch. Warte mal. Ach, das ist das Coole. Ja, das sieht natürlich sehr geil aus. Ich würde meins auch jetzt gerne machen, aber dazu brauche ich 3 Wut. Hab ich leider nicht. Hier ist auch noch ein Wissensobjekt. Sklaverei im Imperium heißt das. Ui. So, noch ein Codex-Eintrag. Ihr seht schon, diese Codex-Einträge sind wirklich viel Text. Ja, und wenn wir alles vorlesen würden, würde es alles in die Länge ziehen. Aber wenn ihr das wollt, machen wir das natürlich. Das ist einfach wieder runter. Okay. Ja, und im Nebenraum ist auch noch oben ein so ein Wissensobjekt. Alles klar. Holen wir uns das doch direkt einmal. Da oben leuchtet's im Grün. Oh. Hier. Aha. Zulassung zur Sith Academy. Academy? Ja. Zur Police Academy. Boah, das ist aber viel. Ja, das ist echt viel. Aber wer sich natürlich für die Geschichte interessiert und wer auch so ein bisschen Rollenspiel betreiben will und wen wirklich Star Wars interessiert, der hat hier echt viel zu lesen und das ist echt schön für solche Leute. Hey, also, Rollenspiel. Können hier einiges erfahren. Was? Hey, hey, Rollenspiele? Ja. So, zu welchem Ausbilder gehen wir jetzt zuerst? Zu deinem oder zu meinem? Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ladies auch noch first. Spieler? Also gehen wir zuerst zu dem. Ne, Quatsch, ein gegnerischen Level 8 Sith Inquisitor, er ist ein Zabrak. Ja. Verpasst, wo ist er? Steht da oben. Ishuk. Ishuk. Der sucht eine Gruppe. Dann gucken wir mal, ist ein Zabrak. Deins ist hier oben. Und meins ist hier unten, also genau gegenüber sind unsere beiden Ausbilder. Meins ist gar nicht oben. Zu deinem. Nein, auf der Karte oben. Ach so.
So, ja gut. Ich dachte eigentlich Ladies first, dann hätten wir zuerst zu dir gemusst, aber... Du bist doch... Ach ja, stimmt. So, da sehen wir schon wieder die grüne Wand. Das ist unser... Nein, die rote. Nein, die grüne. Bei mir ist sie grün. Gleich ist sie bei dir blau. Jetzt. Ja. Shanahan. So, hier ist unser... Aufseher Harkun. Endlich. Du bist schon wieder spät dran. Dann wollen wir mal sehen, was so lange der Siedler von euch Maden hält. Akolyt Kori. Tritt. Mit der habe ich erstmal direkt geflirtet. Ja, mit Kori. Du bist ein schwaches, erbärmliches Insekt. Und sogar ein Verrückter wie Spindral kann das erkennen. Das bedeutet. Boah! Ich stelle euch unseren Neuankömmling vor. Ups. Dies ist wahre Sis-Stärke. Er wird euch in Stücke reißen und eure Knochen zertrümmern, Sklaven. Seht ihn euch an. Alles, was er noch hat, ist sein reines Sith-Blut. Nur auch ein reinblütiger Sith. Er ist Lord Sis zukünftiger Schüler. Kein Stück Abschaum wie ihr. Hallo. Freut mich, euch kennenzulernen, Fohn. Hoffentlich behandelt euch Harkun besser als uns. Spart euch eure Sympathie für jemanden, der sich darum schert. Aber gar nicht diese... Nett zu dem. Ich möchte mit dir unter vier Augen reden. Ihr anderen verschwindet. Ich wollte das Hallo aber eigentlich anders betonen, was ich gesagt habe. Du auch, Fohn. Spindral wartet. Hör mir gut zu. Spindral ist ein Verrückter. Seine Zustimmung bedeutet nichts. Du bist Abschaum und wirst sterben. Ist das klar? Ihr seid nichts. Soll mir das Angst machen? Du bist nichts. Vergiss das nicht. Und jetzt zu deiner zweiten Prüfung. Lord Sesh hat für dich eine spezielle Prüfung vorgesehen. Du musst, glaube ich, gleich mal kurz warten, weil ich glaube, ich hänge mit dem Video hinterher. Begib dich zu Inquisitor Sinn in den Gefängnissen. Ja. Er wird dir die Details mitteilen. Und wahrscheinlich für dein baldiges Ableben sorgen. Ich bin jetzt wenn bei du das nächste Mal antworten kannst, warte mal. Ja, ich warte gerade. Bin bei baldiges Ableben sorgen. Alles klar, dann mach jetzt weiter. Also, da bin ich jetzt auch. Okay. Unterschätzt mich nicht, Harkun. So einfach sterbe ich nicht. Spar dir deine Prahlerei. Ich will dich erst wiedersehen, wenn du in den Gefängnissen warst. Das wäre alles. Alles klar, du hast jetzt deine neue Aufgabe. Ja, ich werde jetzt auch direkt ein Level up. Nee, gar nicht. Mann. Wieso läufst du eigentlich die ganze Zeit mit gezücktem Schwert rum? Das weiß ich auch nicht. So, ich habe jetzt hier noch einen Kodex-Eintrag über Aufseher Harkun, den ihr euch hier durchlesen könnt, wenn ihr das möchtet. Und wir haben hier auch direkt eine neue Rüstung bekommen. Ziehe ich auch direkt mal an, hier mit dieser... sieht ganz cool aus, sogar mit Kapuze. Ja, mit Kapuze, sieht sehr geil aus, finde ich. Brauchen wir noch die passende Hose dazu. Ah, so, jetzt will ich auch zu meinem Ausbilder loskommen. Nee, hey, ich komme ja schon. Du kriegst auch was Cooles von dem bestimmt. Hoffentlich. Ey. Das wurde ich gerade irgendwie ganz komisch resettet. Okay. So, geht's in meine... Deins ist einfach die andere Richtung, aber genau das gleiche, glaube ich. Was? Ja, genau gleich aufgebaut, der Trakt, wo du hin bist. Ach so, ja. Kann ich mich noch dran erinnern. Müsste dann hier sein, genau. Genau. Da, wo es jetzt rot ist, aber gleich blau. Geht doch direkt ein Video los. Hm. Hallo, Akolyt. Wartet einen Moment. Lasst mich euch ansehen. Ach, das ist Vemrin, vor uns, also vor dem uns der Aufseher gewarnt hat. Schon beeindruckend, muss ich sagen. Es wird bei mir die ganze Zeit fürchte, das mit der Sith-Kriegerphase eingefallen. Ich muss es mal gerade irgendwo hinhalten. Ich bin Vemrin. Und im Gegensatz zu euch musste ich mir alles, was ich habe, hart erkämpfen. Ich verlange Respekt. Es wäre ein Fehler, mich wütend zu machen, Vemrin. Ihr werdet überrascht sein, aber eigentlich versuche ich, euch vor dem Tod zu bewahren. Das sind Piercings. Wenn Aufseher Tremel schon reagiert hätte, als ich vor einem Jahr hier ankam, hättet ihr vielleicht eine Chance gehabt. Aber jetzt zu schwach, zu spät. Das ist lächerlich, Vemrin. Töten wir sie einfach und verstecken wir die Leiche. Wir sind nicht mehr auf Balmorra, Dolgis. Hier gibt es Regeln, Traditionen.
Wir überlassen die Spielchen auf Aufseher Tremel und seiner letzten erbärmlichen Hoffnung hier. Ja, der eine will uns töten und der andere will uns lieber heimlich fertig machen. Jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, böse Seitepunkte zu alles nehmen und euch dann zu bekommen. Ihr habt ja keine Ahnung, wen ihr euch gerade zum Feind macht. Kommt ihr, Dolgis? Ich bin schon da, Vämrin. Ja, ein cooles Kopftattoo. Ich hab's gerade gesehen. Nutzlose Wichtigtuerin. Akolyten dürfen sich nicht gegenseitig umbringen, aber Unfälle passieren immer wieder. Und ohne Zeugen ist es kein Mord. Boah, das ist die letzte Warnung. Vämrin ist hier der Anführer. Wenn ihr euch mit ihm anlegt, sterbt ihr. Gerade erst auf Korriban angekommen und schon Feinde gemacht. Aber ihr habt gerade gesehen, ich konnte da eine Möglichkeit auswählen, wodurch ich dunkle Seitepunkte bekomme. Wenn wir C drücken, haben wir hier auch so eine Ausrichtung. Und je nachdem, wie wir antworten, kriegen wir dann immer helle oder dunkle Seitepunkte. Und werden so entweder mehr auf die dunkle Seite gezogen oder mehr auf die helle Seite. Und je böser wir werden, desto mehr verändert sich auch unser Aussehen. Das ist ziemlich cool. Und ich habe jetzt durch meine... Achso, echt? Hm. Oh, und ich habe jetzt durch meine Entscheidung, böse Seite zu machen, habe ich den jetzt schon gedroht und kriege dafür dann 100 oder so. 50 böse Seite. Hast du bekommen. Achso, okay. Oder wurde unten links angezeigt im Gespräch. Ich sehe das ja dann auch immer. Du bist hier ist zurück. Auf jeden Fall mein Aufseher. Du scheinst unversehrt zu sein. Mhm. Wie gefällt dir deine neue Klinge? Halspiercing, ich glaube, das tut weh. Durstig. Ich werde sie tränken. Ich habe extra gesagt, das sieht so masochistisch aus. Ich habe meine Kriegsklinge gerade erst bekommen und ich bin schon seit 6 Monaten hier. Ich habe meine Gründe, Eskeller. Du wirst niemandem auch nur ein Sterbenswort davon verraten. Verstanden? Ja, verstanden, Vater. Akolyt, das ist Eskeller, meine Tochter. Sie gehört bereits zu den fortgeschritteneren Schülern und ist schon bald ein Sith, wenn sie Acht gibt. Ich werde über deinen neuen Schützling Schweigen bewahren, Vater. Aber ich werde nicht da sein, wenn deine Pläne aus dem Ruder laufen. Kümmere dich nicht um sie. Sie ist nur wütend, weil ich Geheimnisse vor ihr habe. Sie bellt, aber sie beißt nicht. Ich habe Vämrins Stimme aus dem Nebenraum gehört, bevor du hier eingetroffen bist. Hat er schon so früh zuschlagen wollen? Ich hasse ihn jetzt schon. Ich freue mich darauf, seine unwürdige Existenz bald auslöschen zu dürfen. Wenn alles gut geht, dann wirst du diese Befriedigung eines Tages erfahren. Trotzdem hatte ich gehofft, dass uns mehr Zeit bleibt. Vämrin schnüffelt nicht allzu lange herum, bevor er zubeißt. Die Zugangsvoraussetzungen für die Akademie wurden entschärft, um mehr Schüler zu gewinnen. Nun wird jeder zugelassen, der empfänglich für die Macht ist. Vämrin ist ein Halbblut. Die unsichtbare Pest, die das Fundament des Imperiums auffrisst. Er darf nicht weiterkommen. Lasst mich ihn endlich aufhalten! Unglücklicherweise konnte Vämrin die Aufmerksamkeit von Darth Barras, eines der einflussreichsten Sith-Lords, für sich gewinnen. Er wird darauf vorbereitet, Barras neuer Schüler zu werden. Als Schüler von Darth Barras stünden Vämrin ungeahnte Möglichkeiten zur Verfügung. Er könnte die Sith in den Ruin führen. Du musst sofort mit deiner nächsten Prüfung fortfahren. Du sollst 3 Gefangene im Akademiegefängnis verhören und über ihr Schicksal entscheiden. Betrachte die Geschichten der Gefangenen sorgfältig. Deine Urteile werden genauestens untersucht. Lass dich von deiner Leidenschaft führen. Ich übernehme das. Begib dich zum Akademiegefängnis und sprich dort mit Kerkermeister Nash. Kehre zu mir zurück, nachdem du über die Gefangenen geurteilt hast. Okay. So, dann haben wir jetzt hier auch wieder neue Codex-Einträge gekriegt und einen Titel. Außerdem, was kriegen wir hier als Belohnung? Ey, ich habe kein Oberteil gekriegt. Boah, was hast du denn gekriegt? Aber dafür bin ich immerhin Stufe 4. Ich habe gar nichts gekriegt. Ach so. Oder? Nö. Hm. Aber wenigstens habe ich einen Titel bekommen, den kann ich jetzt hier freischalten. Akolyt. Und jetzt wird hier als mein Name wird jetzt angezeigt Akolyt Jane Saar. Ich habe sowas cool, nicht. Aha, dafür hast du ein Oberteil gekriegt. Toll. Weil du bist schon Stufe 4. Hm. Ich habe es auch verdient. Boah, dich nicht. Oder wie? Du hast ja ein Oberteil. Achso, deshalb habe ich es nicht verdient. Okay. Mhm.
Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall hier raus. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch erstmal eine Pause. Wir haben jetzt das erste ist Adjunta Paul und die ersten Quests gemacht, haben dann unseren jeweiligen Aufseher in dieser Akademie getroffen und haben jetzt unsere neuen Aufgaben. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Stelle, jetzt hier eine Pause zu machen. Und morgen geht es dann weiter mit den nächsten Aufgaben, um hier, damit wir mächtige Sith werden können. Wollen wir noch eben in die Kantine gehen, um uns auszuladen? Genau, das machen wir noch eben. Hier ist nämlich auch eine Kantine. Hast du das auch schon erklärt? Nein, das habe ich noch nicht erklärt, aber ich habe gerade auf der Karte geguckt, dass hier eine Kantine ist. Genau, wenn man nämlich in die Kantine geht und sich dort ausloggt, dann zählt man als ausgeruht. Und je länger man in dieser Kantine ist, desto mehr wird man ausgeruht. Und solange man ausgeruht ist, kriegt man dann, wenn man sich wieder einloggt, doppelte Erfahrungspunkte. Du bist zu weit gelaufen. Ja, ich dachte, so, du läufst hier eher rein. Steht hier auch. Du hast eine Ruhezone betreten. Genau. Und ab jetzt laden sich automatisch Ruhepunkte auf. Und für die kriegen wir dann doppelte Erfahrungspunkte. Und hier ist auch nochmal ein Cantina-Händler. Da können wir uns einen Jukebox-Chip kaufen für 100. Den könnten wir hier in die Jukebox reintun, damit er unterschiedliche Lieder spielt. Wie Phobium schneiden, Auf der Jagd, Doi, Azalus, Utmian und Unubunko. Das sind verschiedene Lieder. Aber das werden wir vielleicht auch irgendwann mal machen. Aber momentan haben wir einfach nicht genug Geld, als dass wir jetzt 100 Credits für so einen blöden Jukebox-Chip ausgeben können. Also ich habe fast 300. Ja, ich habe 268, aber wir brauchen das Geld erstmal für Skills. Das stimmt. Naja, wir verabschieden uns auf jeden Fall jetzt erstmal. Und wir sehen uns dann morgen wieder hier in der Kantine. Genau. Bis dann. Ciao.